Herzlich willkommen. Heute mal ein kleines Upcycling aus dem Bereich 3, Kunst und Upcycling. Eine Hängedekoration auf meinem Balkon. Hier ist Atelier Sternzeichen. Mein Name ist Pym und das ist das 24. Video auf meinem Kanal. So, hier haben wir einen Hänger, der meinen Balkon ziert und eigentlich gehört da eine Kerze rein. Und ich möchte da jetzt aber so eine Kugel reinbauen, weil es einfach keinen Sinn macht, die Kerze da reinzubauen, denn die wird immer ausgepustet. Und dafür nehme ich eine alte Christbaumkugel. Ja, und die musste ich mit einer Hand bearbeiten, weil ich mit der anderen die Kamera gehalten habe. Deswegen wackelt das hier so ein bisschen. Und damit es ein bisschen Gewicht hat, stopfe ich da alle möglichen Reste rein. In meinem Falle habe ich jetzt Bast genommen, den ich halt noch übrig hatte. Und was man off-Kamera hat, ist einfach, dass ich das natürlich dann mit zwei Händen festgehalten habe. Und ja, und ich habe dazwischen immer so ein paar Klebstoffreste gebracht, weil das ist einfach eine gute Methode, um das nochmal zusätzlich ein bisschen zu stabilisieren und zu befestigen. Damit es eben, wie gesagt, ein Gewicht hat und wenn man es draußen auf dem Balkon hält, nicht hängt, nicht wegfliegt. Und hier sieht man so schön, wie ich dann versuche, diesen Rest vom Klebstoff da rein zu träufeln. Also das ist, wie gesagt, ein spontan Upcycling gewesen. Und dann habe ich den Deckel von der Christbaumkugel wieder drauf gemacht, ohne den Draht, der da ursprünglich mal drin war. Und dann sieht man, wie ich so durch die Wohnung laufe und mich entsetzlich langweile, weil das Ganze natürlich auch eine gewisse Dauer hat, bis es so getrocknet ist. Ja, und dann trocknet das so lustig vor sich hin. Und zum richtigen Aushärten braucht man tatsächlich 24 Stunden. Dann habe ich mal so einen Probehänger gemacht und fand das noch ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich da diesen Türkis, den ich noch hatte, drauf gebastelt und habe dann da eben auch noch am Rand mit Nagellack, den Nagellack zeige ich euch gleich, noch den Kreis gemacht. Und dann kommt wieder so eine Probegeschichte, einfach mal ausgetestet, wie das dann so aussieht, wenn ich es so rum da in die Deko reinhänge. Und das fand ich schon ganz hübsch. Habe aber dann gedacht, dass der Halter auch noch ein bisschen irgendwie bearbeitet werden muss. Weil wenn die Farben sich so gar nicht wiederholen in der Halterung, das gefällt mir nicht. Das geht einfach so nicht. Und dann habe ich das Ganze also einfach abgenommen und den Nagellack nochmal gezückt, den ich da eben gerade ins Bild halte. Und jetzt seht ihr, wie ich dann nochmal ein bisschen weiter dekoriert habe. Ja, ich habe dann überall da Punkte drauf gemacht auf die Blütenblätter. Immer auf einer Seite erst natürlich und dann schön durchtrocknen lassen. Ja, Zwischenzeit habe ich ein Video geschnitten, das noch kommt, Video 21. Man merkt, es ist schon drei Videos weiter über die Sängerin Milva. Die ist am 24. April gestorben. Ja, La Pantera Rosa, eine wunderbare Sängerin, außer sie hat deutsche Schlager vertont. Ganz gruselig ist das dann von ihr, aber alles, was Tango Argentino und Brecht und so ist, so. Ja, so kann man jetzt also einfach meine Erzähllücke überbrücken. Und hier seht ihr, dass ich dann eben die Punkte gemacht habe auf den Blüten, die da noch dran sind an diesem Hängeteil. Und unten habe ich halt auch noch eine Dekoration angebracht. Ja, und jetzt hängt das Ganze tatsächlich wieder draußen auf dem Balkon und sieht natürlich schon ganz anders aus und passt ein bisschen besser zusammen. Und hier sieht man noch ganz viel von meinem Balkon. Was der Sinn davon sein soll, weiß ich nicht so genau. Aber hey, ah ja, und jetzt sieht man nochmal, wie ich die Blüten da aufgenommen habe. Und genau, ja, das bis ganz hoch. Und da hängt es eben auch wieder an meinem Balkon. Und ich denke mal, das sieht ganz hübsch aus jetzt so mit dem Türkis und mit dem blauen Kügelchen. Ich mag das sehr gerne, blau und rostfarben. Ja, und das war's dann auch schon. Und so kann man mit so einem ganz kleinen Trick die Sachen ganz hübsch gestalten. Blaue Flecken.